Kacke, da fährt Feuerwehr. Eine Geisterstadt mitten in Deutschland. Sie haben Post. So eine Tapete aus den 60ern. Da ist noch so eine Karte. Was soll ich sagen? Wir sind wieder im Wald unterwegs. Auf der Suche nach einer Geisterstadt. Sehr magisch, sehr magisch. Ein Problem, was wir allerdings haben, ganz da vorne am Ende der Straße steht ganz arg viel Feuerwehr, Rettungsdienst und eventuell mittlerweile auch Polizei. Und das war eigentlich unsere Route, die wir gehen wollten. Nach da hinten. Und jetzt mussten wir uns spontan umentscheiden, um einfach mal dem ganzen Trubel zu umgehen. Wir sind auf dem Gelände. Es regnet, es weht und seht selbst. Wir folgen irgendeinem Trampelpfad mitten durch den Wald. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir irgendwie vorbeikommen. Futterdose. Voll geil, oder? Eine Futterdose. Zeig mal her. Sehr nahrhaft. Sieht ja. Wir haben da mal was vorbereitet. Ach, süß sieht's aus. Kacke, da fährt Feuerwehr. Ist da auf der Straße links gefahren. Vorbeigefahren? Ja. So einem Bunker. Ja, könnte schon sein. Bist du wieder verbunkert überall.
Brauchst du nichts sagen, das sieht halt schon echt apokalyptisch aus, oder? Wir sind jetzt hier mitten im Wald und es ist echt faszinierend. Da ist ein Wohngebäude, dann hier eine richtig verwachsene, zugewachsene Straße. Und dann hier diese riesengroßen Wohnblöcke. Hier ist der mit der Nummer 79. Eine Geisterstadt mitten in Deutschland. Da hinter den ganzen Bäumen. Und da auch ein Wohnblock, einfach mitten im Wald, diese Atmosphäre, es ist ruhig, man hört nichts. Vorstellen, dass man sich hier in der Nachbarschaft mit den Nachbarn getroffen hat. Die Kinder haben gespielt und es war hier das blühende Leben. Hey, was ein geiler Ausblick. Hier hat man einen schönen Überblick über diesen Innenhof. Da haben wir das eine Gebäude, dann ist hier unten der Innenhof. Dann ist hier noch ein Gebäude. Da vorne ist noch eins. Da ist noch eins. Also richtig, richtig viel. Briefkästen. Sie haben Post. Sie haben Post. Ist nicht? Ja, hier nicht. Vielleicht Mittelgang. Sie haben Post. 2.0.
Also jeder Raum ist hier komplett leer. Und weiter geht's. Ich weiß jetzt nicht genau, was wir noch vorhaben. Noch mehr Gebäude anschauen, das Areal erkunden. Ich sehe mal weiter. Zum Chillen hat sich hier jemand ein Sofa aufgebaut und sogar ein bisschen Tapete ist noch da. So eine Tapete aus den 60ern. Es hört nicht auf. Aber da liegen Schuhe. Da und da. Hier was auch nicht, weil hier ist es grün. Grün ist ja nicht gelb. Hallo. Da ist es. Das ist bei dir sein, oder? Das ist ja. Ja. Krass. So Seifenwälder. Eine uralte Zahnbürste. Rasierer. Zahnpasta. Und hier ist auch noch ein bisschen was. Ein paar alte Schuhe. Kinderschuhe sind hier. Dann so Pantoffeln von Opa oder Oma. Reste von Zeitung liegt hier noch. Und da ist noch so eine Karte. Erklärung von irgendetwas. Der Anreißen von einem Kinderwagen. Ja, und hier war dann mal, denke ich, das Wohnzimmer. Mit schönem Blick raus, jetzt in die Natur, damals zu den Nachbarn. Bei gutem Wetter, wie jetzt auch, konnte man hier rausgehen. Hier ist noch ein Raum. Steht noch ein alter Kleiderschrank.
Kleiderschrank, eine große Landkarte, da ist Südamerika, Mittelamerika, Kanada. Und auch hier Blick in die Natur. Und hier die Küche. Leider kaum noch was da. Man kann sich ungefähr vorstellen. Ja, da war dann vielleicht das Kochfeld drin. Nebendran der Herd oder umgekehrt. Hier steht noch ein Glas, ein leeres. Dann ist da ein Fenster, so viereckig und direkt so muss ich komplett durch die Menschen um dann hochzukommen, da hatte ich dann noch keinen Bock drauf. April 1987. Ja. Ein letzter Blick auf die Gebäude. Und unser Weg führt uns jetzt weiter lange, lange durch den Wald. Somit ist das Video vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.